Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 von unserer Learn How to Fly Serie. Ihr seid jetzt schon erfahrene Heckschweber und das ist auch gut so. Ich hoffe, ihr habt fleißig weiter gelernt und ihr habt den Heli jetzt schon im Heckschweben voll im Griff. Deswegen machen wir jetzt heute mit einer kleinen Übung weiter. Die ist gar nicht mal so schwer, aber sie hilft euch auf jeden Fall für Episode 4. Worum es nämlich heute geht, ist, ihr werdet weiterhin heckschweben. Allerdings werden wir heute die Grenzen unseres geliebten Quadrates, in dem ihr euch jetzt so sicher gefühlt habt, verlassen. Und wir werden jetzt anfangen, weit raus auf die linke Seite und weit raus auf die rechte Seite zu fliegen. Und was ihr jetzt hier auf dem Video auch schon sehen könnt, ich halte den Heli weiterhin zu euch, aber was passiert, wenn ich ihn weghalte? Die Ansicht verändert sich. Merkt ihr das? Das habt ihr vielleicht beim Heckschweben auch schon gemerkt. Je weiter ihr nach links oder nach rechts fliegt, desto mehr seht ihr von der Seite von dem Heli. Das heißt, selbst wenn das Heck stehen bleibt, die Sicht sieht anders aus und könnte euch eventuell verwirren. Und weil wir im nächsten Schritt daran gehen, dass wir ein bisschen anfangen, links und rechts zu fliegen, noch keine richtigen Kurven, aber links-rechts fliegen, möchte ich, dass ihr euch daran gewöhnt, dass der Heli Fahrt aufnimmt. Und dass ihr euch daran gewöhnt, dass ihr den Heli auch ein bisschen von der anderen Seite seht. Das mag jetzt vielleicht alles ganz wischiwaschi, oh, ist ja nicht schwer, klingen. Wenn ihr es schnell könnt, wunderbar. Wenn ihr merkt, oh, die Simone hat recht, das Bauchgefühl meldet sich und sagt, ist komisch, dann übt das. Das ist wirklich ein wichtiger Schritt, das sage ich auch meinen Flugschülern immer wieder. Ihr müsst euch an die Ansichten vom Hubschrauber gewöhnen. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch schon feststellen, dass sich jeder Mensch an verschiedenen Sachen orientiert. Manche orientieren sich am Landegestell, manche orientieren sich am Rotorkreis, manche hier an dem Haubenfenster. Das ist bei jedem unterschiedlich, das müsst ihr für euch selbst rausfinden. Aber ich rate euch, macht diese Übung, sie hilft euch auf jeden Fall. Und weil wir Vorbilder sind und uns das angewöhnen wollen, machen wir wie immer unsere Vorflugkontrolle. Das heißt, wir gucken, ob der Heli mechanisch in einem guten Zustand ist, alle Teile leichtgängig laufen, ob euer Akku vollgeladen ist, ob eure Servos nicht stehen bleiben, komisch zucken oder irgendwas anderes machen, ob eure Gyrowirkrichtungen stimmen. Dann guckt ihr im Sender nach, ob ihr die Autorotation eingeschaltet habt, Failsafe programmiert ist und ob ihr das richtige Modell ausgewählt habt. Das sind wichtige Sachen, die solltet ihr immer überprüfen und dann gilt wie immer, zuerst den Sender einschalten, das Modell auswählen, Autorotation reinmachen, dann den Helikopter mit dem Akku verbinden. Und wenn ihr fertig seid, erst den Helikopter abstecken, dann die Funke ausmachen. Niemals andersrum, sonst wird es wirklich gefährlich. Ich sage es euch nur, das ist die ganze Vorflugkontrolle. Gewöhnt sie euch an, verhaltet euch wie ein Profi und nicht schnell, schnell, schnell. Die 10 Sekunden hat jeder von uns und sie können euch wirklich manche Crash. Jetzt bin ich mal gespannt zu hören, wie es euch ging. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Meint ihr, es war ein gesunder Zwischenstepp oder fandet ihr ihn total nutzlos? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es meinen Flugschülern immer sehr viel hilft. Deswegen empfehle ich es auch euch, weil ich möchte euch die besten Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Dann würde ich sagen, macht diese Übung weiter. Und wenn ihr euch auch damit richtig sicher fühlt,
kein Herzrasen mehr bekommt, keine komische Situation, wo ihr überreagiert oder das Heck wieder zurückdreht oder mehr zu euch drehen müsst, dann können wir weitermachen mit Episode 4. So, ich hoffe, euch hat diese Episode weitergebracht. Ihr habt etwas Neues gelernt und habt jetzt schöne Hausaufgaben, die ihr machen könnt. Wie immer gilt, wenn irgendetwas ist, Fragen, Anregungen, Kommentare, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen habe zu erwähnen oder wenn ihr noch spezielle Wünsche habt, dann zögert nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und die Trainingsbitch und ich sagen Tschüss!